Hähnchenspieße mit Dip, 4 Portionen süß-saurer Dip, 4 EL Sojasauke, 4 EL Reisweinessig, 1 EL Honig, 1 Knoblauchzehe, fein gehackt, 1 EL frisch geriebener Ingwer, 1 TL Sesamsamen, 1 TL Sesamöl, Erdnussdip, 4 EL Erdnussbutter, 4 EL Sojasauke, 1 EL Pflanzenöl, 1 Viertel, 1,5 TL rote Thai-Currypaste, 1 Knoblauchzehe, fein gehackt, 1 TL frisch geriebener Ingwer, 1 TL Limettensaft, heißes Wasser nach Bedarf, 700 Gramm Hühnerbrustfilets ohne Haut und Knochen, gewürfelt, 1 EL Pflanzenöl, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 8 Holzspieße. In Wasser eingeweicht, Zubereitung für den süß-sauren Dip, Sojasauke mit Reisweinessig und Honig verrühren. Knoblauch, Ingwer, Sesamsamen und Sesamöl hinzugeben und gut vermischen. Für den Erdnussdip Erdnussbutter, Sojasauke und Pflanzenöl verrühren. Je nach bevorzugter Schärfe Thai-Currypaste sowie Knoblauch und Ingwer hinzugeben und gut vermischen. Teelöffelweise heißes Wasser unterrühren, bis der Dip die gewünschte Konsistenz hat. Backofen-Grill vorheizen. Hühnerfleisch in einer Schüssel mit Pflanzenöl, Salz und Pfeffer mischen. Fleisch auf die vorbereiteten Holzspieße aufziehen. Spieße auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Ofen grillen, bis das Fleisch gar und gebräunt ist, dabei mehrfach wenden. Heiß oder warm mit den Dips servieren. Tex-Mex-Salat, Portionen, 3 EL frisch gepresster Limettensaft, 6 EL Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, fein gehackt, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Prise Cayenne Pfeffer, 1 Viertel TL gemahlener Kreuzkümmel, 200 Gramm tiefgekühlter Mais, 1 Avocado, 900 Gramm schwarze Bohnen aus der Dose, abgespült und abgetropft, 1,5 rote Paprikaschote, in mundgerechte Stücke geschnitten, 2 mittelgroße Tomaten, gewürfelt, 4 Frühlingszwiebeln, in dünne Ringe geschnitten, 2 EL gehackter frischer Koriander, 4 Portionen, 12 Scheiben Toastbrot, 80 Gramm Mayonnaise, 8 Blätter Romana-Salat, 3-4 mittelgroße Tomaten. In 16 Scheiben geschnitten Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 16 Scheiben magerer Speck, knusprig gebraten, 16 Scheiben Puttenbrustaufschnitt, 8 Cocktailspieße Club Sandwich Las Vegas, jeder Bissen ein amerikanischer Traumzubereitung, Limettensaft und Olivenöl verrühren. Knoblauch, Salz, Pfeffer, Cayenne Pfeffer und Kreuzkümmel hinzugeben und gut vermischen. Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen bringen und Mais 1 bis 2 Minuten kochen. Abgießen und gut abtropfen lassen. Avocado schälen und Stein entfernen. Avocado würfeln. In einer Salatschüssel schwarze Bohnen, Avocado, Mais, Paprika, Tomaten, Frühlingszwiebeln und Koriander vermischen. Dressing nochmals umrühren und über den Salat gießen. Alles gut vermischen und servieren. Club Sandwich, Portionen, 12 Scheiben Toastbrot, 80 Gramm Mayonnaise, 8 Blätter Romana-Salat, 3-4 mittelgroße Tomaten, in 16 Scheiben geschnitten Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 16 Scheiben magerer Speck, knusprig gebraten, 16 Scheiben Puttenbrustaufschnitt, 8 Cocktailspieße Club Sandwich Las Vegas, jeder Bissen ein amerikanischer Traumzubereitung, Limettensaft und Olivenöl verrühren. Knoblauch, Salz, Pfeffer, Cayenne Pfeffer und Kreuzkümmel hinzugeben und gut vermischen. Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen bringen und Mais 1 bis 2 Minuten kochen. Abgießen und gut abtropfen lassen. Avocado schälen und Stein entfernen. Avocado würfeln. In einer Salatschüssel schwarze Bohnen, Avocado, Mais, Paprika, Tomaten, Frühlingszwiebeln und Koriander vermischen. Dressing nochmals umrühren und über den Salat gießen. Alles gut vermischen und servieren. Zubereitung: Brot toasten. Salatblätter in der Mitte durchschneiden und übereinander gestapelt zu 8 gleich großen Stücken passend zur Größe der Brotscheiben zurechtschneiden. 3 Brotscheiben nebeneinander legen. Jede Brotscheibe mit einem Esslöffel Mayonnaise bestreichen. Eine Brotscheibe mit 2 Salatblättern und 2 Tomatenscheiben belegen und pfeffern. 2 Scheiben Speck auf die Tomaten legen,
notfalls etwas am Rand abbrechen, damit sie passen. Mit zwei Scheiben Puttenbrust belegen und pfeffern. Den gesamten Vorgang mit der zweiten Brotscheibe wiederholen. Dann die zweite Brotscheibe mit Belag vorsichtig auf die erste belegte Brotscheibe setzen, mit der Puttenbrust nach oben. Die dritte Brotscheibe mit der bestrichenen Seite nach unten auflegen und das Sandwich leicht zusammendrücken. Jeweils mit zwei Cocktailspießen von oben bis ganz nach unten zusammenstecken. Die drei anderen Sandwiches genauso zubereiten. Jedes Sandwich mit einem großen Zackenmesser diagonal in zwei Dreiecke durchschneiden. Jedes Dreieck sollte mit einem Cocktailspieß zusammengehalten werden. Mit einer halben Gewürzgurke servieren. Aus dem Ofen Karibik, ein Inselparadies mit Fusionsküche, 6 Portionen 1 Kilogramm Süßkartoffeln, geschält 2 L Olivenöl, 2 L Honigsaft von 1 Limette, 4 Knoblauchzehen, fein gehackt 1/2 Tl Zimt, 1/4 Tl gemahlener Ingwer, 1/4 Tl Chilipulverprise, Muskatnussprise, Pimentsalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Zubereitung. Ofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Backblech mit hohem Rand mit Alufolie auskleiden. Süßkartoffeln in 3 cm große Stücke schneiden. Alle restlichen Zutaten in einer großen Schüssel verrühren und mit den Süßkartoffeln mischen. In eine Lage auf das Backblech geben und 40 Minuten backen, bis sie weich und karamellisiert sind. Dabei einmal wenden. Heiß servieren. Nellens Bierse, 4 Portionen 100 ml Orangensaft, Saft von 2 Limetten, 2 Ll brauner Zucker, 1/2 Tl getrockneter Thymian, 1/4 Tl Muskatnuss, 1/4 Tl gemahlenen Nelkensalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Messerspitze Cayenne Pfeffer, 500 Gramm große kochfertige Garnelen, 350 Gramm frische Ananas, gewürfelt. Zubereitung: Orangensaft, Limettensaft, braunen Zucker, Gewürze, Salz und Pfeffer verrühren. Mit den Garnelen in einem verschließbaren Gefäß vermischen und am besten über Nacht marinieren. Garnelen aus der Marinade nehmen. Abwechselnd mit Ananas aufs Bierse stecken. Auf dem Grill oder im Backofen 10 bis 12 Minuten grillen, bis die Garnelen pink und die Ananas gebräunt sind, dabei einmal wenden.